Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown und damit zum dritten Video mit dem Team um Potrot, die kleine Schildkröte. Wir haben bisher, Achtung Spoiler, zwei Niederlagen eingefahren. Wir haben echt nicht gut gespielt. Ich bin echt nicht zufrieden mit dem, was ich bisher geleistet habe. Aber ich möchte jetzt hier im dritten Match nochmal alles zeigen. Vielleicht mache ich so noch einen vierten Part, je nachdem wie viel Lust ich habe. Denn dann könnte ich auch beide hier versorgen, also Dragoon und Maxi. Und ja, mal gucken, werde ich dann sehen, mal gucken. Na, ich würde sagen, generieren wir mal den Gegner. Und zwar hat die Nummer 1 gewonnen, Dragoon of Doom. Und dann akzeptieren wir einfach mal. Und haben folgendes Team. Wir sehen Elfun, Tobutz, Rabigator, Arcani, Tentoxa und Aerodactyl. Dann schreibt GLHF, ich schreibe natürlich YouTube. Und jetzt ist die Frage, womit wird er leaden? Entweder leadet mit Aerodactyl oder leadet mit Tobutz. Das ist jetzt die Frage, womit könnte er leaden? Ich glaube sogar, in jedem Fall ist Turtok keine schlechte Variante wieder. Außer er leadet wieder mit Tentoxa, wie mein voriger Gegner. Das könnte natürlich sein. Ich würde sagen, ich leade mit Blastoise. Ich leade mit Blastoise. Der Gegner leadet auch wieder mit Tentacruel, weil er meinen Island Turtle predicted hat. Interessant. Okay, ich würde sagen, ich drücke jetzt hier wieder Dark Pulse. Er wird vielleicht wieder die Poison Spikes, Toxic Spikes rauslegen. Okay, direkt Toxic hat er drauf. Dann wäre natürlich, na, wobei, ich habe halt auch nicht wirklich viel gegen Tentoxa, das ist das Problem. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Salamence, weil es ist ein speziell defensives Tentoxa, das konnte ich an dem Schaden sehen. Und werde EQ drücken. Ja, Clear Body ist egal. Acid Spray, okay, interessant. Und EQ wird ihn, denke ich mal, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit aus dem Spiel nehmen, denn EQ würde auf eine physisch-defensive 70% oder so machen. Okay, wechselt direkt in Glibber. War ein bisschen risky, denn ich hatte Outrage drücken können. Oder Dragon Dance. War risky. So, jetzt ist die Frage, was soll ich machen? Aber vielleicht war es auch nicht risky. Vielleicht labere ich auch gerade nur Blödsinn. So, jetzt wird er wahrscheinlich die Rocks einsetzen. Deswegen gehe ich auf Blastoise und er geht auf T-Wave. Okay, das ist aber eklig. Jetzt ist die Frage, wird er wieder in Tentacruel gehen? Denn das tankt die Moves ganz gut. Ich mache einen Double Switch, gehe auf Salamence und er wechselt wieder in Tentacruel. Und ich gehe entweder. Nein, ich kann auch nicht fürs Game gehen. Er hat noch einen Elfhuhn. Ich gehe für EQ. Er kann nicht wieder seinen Glibber reinwechseln, seinen Azelf. Glibber. Okay, das reicht nicht aus. Scald bitte keinen Burn, denn ich habe noch die Lumberry, möchte sie auch behalten. Dankeschön. Und gehe nochmal auf EQ und ich. Nein, er kann nicht in Glibber reinwechseln. Outrage und das Ding ist weg. Das geht nicht, das kann er nicht machen. Dankeschön. Denn Tentoxa ist somit weg. Und wir bekommen keinen Boost, denn ich habe, wie gesagt, hier das Bedroher-Set jetzt oder beziehungsweise das Ganze gewechselt seit dem Teambuilding-Video und habe jetzt Bedroher raufgemacht. Und da haben wir Timo Loves Me. Das ist mein Name. Hey, das hast du mir geklaut, du Dragoon. Ja, fies. So, das ist der Konter gegen mein Mutalanda-Set. Und da wechsle ich einfach mal ein Doublade rein. Ich könnte natürlich auch ein Entei reinwechseln, aber Cotton Guard? Eieiei. Ich kann aber trotzdem Sword Sense drücken. Okay, Leech Seeds. Bäh, was ist das denn für ein Ekel? Ich gehe nochmal auf Sword Stance. Wobei, ich gehe nicht auf Sword Sense. Ich gehe einfach auf Iron Head straight. Denn er wechselt aus in sein Arcanine. El Presente. Presente. Schöner Name. Schöner Name. Okay, Arcani. Da haben wir ein physisch-defensives Arcani mit Beulenhelm. Wir haben auf jeden Fall schon den Beulenhelm gesehen. Ich denke, er wird auf Willow gehen. Deswegen gehe ich auf Entei. Werde hoffentlich den Willow abfangen. Und er geht auf Flare Blitz straight. Interessant. Und ich werde dann auf den Burn gehen, weil ich glaube, er wird rauswechseln und den Stone Edge predicten. Deswegen gehe ich, und ich glaube nämlich, dass er in Crocodile geht, deswegen gehe ich auf Sacred Fire und hoffe auf den Burn. Denn dann ist Crocodile schon einmal weg und er bleibt echt drin. Wieso? Wieso macht er das? Stone Edge ist ein Two-Hit-KO. Das kannst du mir nicht erzählen. Stone Edge ist sicherlich ein Two-Hit-KO. Das habe ich nicht ganz verstanden im Play. Aber es ist ja für ihn am Ende doch. Hat sich gelohnt, also ist ja alles gut für ihn. So, jetzt muss ich leider meinen Blastoise reinwechseln. Was er da immer schon mehr Schaden kassiert. Und bald in eine Range kommt, wo er oder Typ mich auseinander nimmt. Sehr gefährlich. Deswegen gehe ich jetzt wieder auf Entei. Und hoffe einfach mal, dass er jetzt auf keine Ahnung, worauf er gehen kann. Okay, er geht auf Whimsicott. Interessant. Und ich gehe auf mein Entei und kann jetzt hier an dieser Stelle Sacred Fire drücken. Nee, ich drücke jetzt Stone Edge, weil er hat ja auch gerade eben sein Arcani einfach so drin gelassen, also wird er das wahrscheinlich auch reinwechseln. Okay, jetzt hat er den Bedroher so rausbekommen, also wird das kein, es wird trotzdem ein Two-Hit-KO. Diese Power ist einfach, es ist krass. Komm, Stone Edge, triff einfach, triff, bitte, 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 triff jetzt.
Entei, dankeschön. Es tut mir leid, Akani, dass ich dich besiegen musste. Mit einem Entei, das ist noch diese Ironie dahinter. Where is Arcanine? Das Entei, ja. Das ist eine kleine Ironie dahinter, weil alle immer Entei bevorzugen gegenüber Arcani. Und Arcani ist trotzdem toll. Choice Man Arcani. Ich weiß, es spielt niemand, aber ich find's toll. Ich find's toll. Dankeschön. Und Boynhelm, ja bla, physisch-defensiv ist natürlich viel besser in dem Meta. Ja, ja, ist okay. Gut. Er geht auf die Donnerwelle, denke ich mal. Und deswegen, er geht auf die Rocks diesmal. Und entweder drücke ich jetzt Dark Pulse oder ich drücke Ice Beam, weil er letztes Mal auch schon Elfen reingewechselt hat. Und ich glaube, er rechnet nicht mit Ice Beam. Er geht auf seinen Headbutt, dann hätte ich auf die auf den Spin gehen sollen. Das wäre besser gewesen. Oder auf Dark Pulse. Ah, ich bin ein blöder Boob. Ich verliere somit mein Leonardo und die Rocks bleiben leider drauf. Aber sein Spinner ist weg. Könnte ich hier an dieser Stelle auf Island Turtle gehen und sicherlich taunt. Das will ich nicht riskieren. Deswegen gehe ich auf Gillette und werde dann, ich glaube sogar Sacred, werde ich Sacred Sword drücken, weil ich sein Dingens predikte, weil er ist anscheinend speziell physisch, sein Headbutt, weil ich glaube, ich predikte seinen Crocodile und gehe auf Sacred Sword. Er geht auf T-Wave, wieso? Dragoon, was machst du mit mir? Was machst du mit mir? Wieso predikte ich so viel? Was für einen Grund gab es nicht für dich, in Krokodil zu gehen? Nein, ist ja alles gut. Für dich hat es ja geklappt. Du wolltest wahrscheinlich dein Todes einfach opfern, aber ich rege mich über mich selber auf. Und jetzt wechselst du in Whimsicott rein, wobei ich das auch nicht so ganz verstehe. Aber ist okay. Jetzt gehe ich auf Iron Head und er geht auf Cotton Guard. Ja gut, es wird trotzdem guten Schaden machen, natürlich. Ist kein Tuit KO, ist ein Freed KO, kein Tuit, aber ist okay. Er kann auch nochmal auf Leech Seeds gehen, das ist kein Problem. Soll er machen, aber ich werde jetzt hier nicht Swords dancen. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht geparat werde. Bitte, bitte lass mich nicht paran. So, Leech Seeds plus Leftovers bringen ihn nicht in eine Range, wo er das tanken kann. Außer, ich werde geht auf Cotton Guard. Never mind. Und ich werde sowieso paralysiert. Wieso auch nicht? Ich gehe auf. Worauf gehe ich? Macht es Sinn, hier drin zu bleiben und es lohnt sich nicht, das Gillette aufzusparen. Das lohnt sich nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal auf Iron Head, er geht auf Giga Drain. Bitte, komm einmal durch. Dankeschön, immer nochmal extra Schaden. Und dann werde ich, denke ich mal, auf Shadow Sneak gehen. Wobei, das macht keinen Unterschied, ob ich auf Shadow Sneak gehe, auf Iron Head gehe, weil ich meine, das hat, also gerade eben, der Iron Head wurde einfach recovered, aber so konnte ich jetzt immerhin noch etwas Schaden rausdrücken mit Shadow Sneak. So, jetzt ist die Frage. Shuckle. Gehe ich hier für Setup mit Shuckle, also Rocks und Sticky Web? Oder will ich meinen Shuckle noch behalten? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Denn er hat jetzt ein plus 6 Whimsicott da stehen. Und Entei, ich werde trotzdem auf Entei gehen. Und Flare Blitz kannst du nicht erzählen, ist ein 2-Hit-KO. Auch wenn er bei plus 6 ist, das kannst du mir nicht erzählen. Wenn nicht sogar ein Oko. Wobei, es wird, denke ich mal, 40% oder so machen. Ich gehe auf Flare Blitz. Ich kann auch auf Sacred Fire gehen. Leech Seeds missen, komm, ist ein Oko, oder? Easiest Oko of my life. Okay, sorry, Leute. Das musste sein. Okay. Da kommt Glibber. Der Glibber, der gute alte Glibber. Die Frage ist die, was wechseln wir in dich rein? Behalte ich meinen Rares Arcanine? Ja, behalte ich für den E-Speed. Im Fall der Fälle. Deswegen wechsle ich jetzt nicht meinen Whimsicott rein, denn das brauche ich auf jeden Fall noch. Nicht meinen Brutalander, wobei Brutalander, macht das noch was im Game? Aerodactyl outspeedet, das Krokodil könnte Choice Scarf sein. Wobei, wenn er, ja, dann habe ich immer noch einen Q-Switchen. Ich wechsle Shuckle rein. Und hoffe einfach mal, dass er keinen Taunt drauf hat. Das wäre super sick. Er geht wieder auf die T-Wave. Gut, dass ich Brutalander nicht reingewechselt habe. Und jetzt gib mir einfach mal bitte keinen Taunt. Zeig mir keinen Taunt. Bitte. Mach dich nicht unbeliebt. Dankeschön. Und er flincht mich. Was ist das? Ich gehe nochmal auf Stay of Rocks. Er sagt so Hex Doppelpunkt D. Ja, freust du dich, Dragoon? Haha. Hex. Na, kann er nichts dafür. So, bitte kein Flinch und bitte keine Para, dankeschön. Und jetzt habe ich noch die Custard Berry und hoffe, dass ich ihm sein Item wegschlagen kann. Ja, natürlich kann ich das, also ich bin super. Nein, danke. Focus Dash und damit ist das weg, auch wenn es nicht mehr hat, aber immerhin nochmal Schaden rausgekloppt. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich Betrayal reinwechsel, meinen Whimsicott, denn das ist ein, könnte ihn auf jeden Fall besiegen. Oder Where is Arcanine? Das würde aber dann Stealth Rock Schaden bekommen und dann wechselt er seinen Aerodactyl rein und, nee, wobei... Überleg mal ganz kurz. Betrayal bekommt dann Stealth Rock Schaden. Er wechselt dann Aerodactyl ein. Nee.
Ich wechsle Rares Arcanine rein und blocke mich in Extreme Speed. Und dann wird er sein Aerodactyl reinwechseln. Dann bekommt er nochmal Extreme Speed Schaden. Ich hoffe, dass er dann keinen Roost hat. Das könnte natürlich sein, aber ich gehe nicht davon aus. Und dann... Er geht auf Crocodile. Interessant. Dial rocked. Kann es sich irgendwie setupen? Naja, egal. Ich kann mein Enter hier sowieso nicht mehr rauswechseln. Ich werde jetzt einfach mal... Also was heißt, naja, egal. Aber ich denke nicht, dass er das sich setupen kann. Er geht auf Knockoff. Und jetzt... Gehe ich... Das ist das Moxie-Set. Wahrscheinlich Scarf. Auf Whimsicott. Werde ein Knockoff tanken, wenn es nicht crittet. Und gehe auf Giga Drain. Danach... Würde sein Aerodactyl reinwechseln. Ich werde auf die Stunspore gehen. Wenn Stunspore nicht daneben geht, sollte ich das möglicherweise oder zu einer hohen Wahrscheinlichkeit gewonnen haben. Stunspore trifft, möglicherweise sogar Full Para, nein, ist es nicht, ist aber egal, denn jetzt wechsle ich meinen Salamence rein, bin schneller und gehe auf ein Outrage. Und Outrage sollte besiegen, soweit ich weiß. Es reicht aus und damit ist es GG, es ist vorbei, GG. Ah, Mann, Dragoon, du hast mich fertig gemacht, GG. Okay, immerhin ein Sieg noch ausgeholt mit dem Team, 2-1. Vielleicht werdet ihr noch in 2-3 Tagen noch ein Video mit diesem Team sehen. In der Abo-Box, dann wisst ihr Bescheid, mal gucken. Vielleicht nehme ich danach noch ein Part auf, je nachdem, ob ich Lust habe oder nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.